Herzlich willkommen zu diesem Video. Heute soll es mal darum gehen, was für Klamotten man als High Potential und High Performer tragen sollte. Im Uni-Alltag, gerne natürlich auch schon in der Schule. Das heißt, wenn diese Folge 1000 Daumen hoch bekommt, was sie bestimmt nicht bekommt, ich weiß nicht mehr, wie viel es bei dem H-Video waren, aber ich glaube, es waren weniger, 1000 Videos, dann mache ich auch noch eine nächste Folge mit Business-Klamotten. Was meinst du, Jonas? Also es hatte 1000 Likes und du hast 1000 Videos gesagt. Ja, okay. Dann, ich korrigiere mich hiermit offiziell. Wenn das Video 2000 Likes bekommt, bei 2000 Likes, wenn dieses Video 2000 Likes bekommt, dann kommt die gleiche Edition auch nochmal mit Business-Klamotten. Aber, ich meine, es gibt so viele Klamotten, die du als Hype-Form besitzen solltest. Wir fangen jetzt erstmal an mit den Freizeitklamotten. Und es wird hier natürlich auch als Werbung wie immer gekennzeichnet werden. Das heißt, ich drop hier irgendwelche Produkte. Ich denke mal, ihr kriegt selber hin, euch das dann rumzusuchen im Internet. Wir fangen erstmal mit The Look an, das gerade getragen wird. Hemd, Ralph Lauren. Das sind diese, was ist das für ein... Das sind nicht die Business-Hemden, sondern es sind diese Freizeithemden mit diesem Button-Down-Dinger. Ich glaube, davon habe ich so ziemlich jede Farbe, die es gibt. Ne? Hellblau, weiß, grau, grün, rot, gestreift, kariert, etc. Damit machst du nichts falsch. So, das sollte man unbedingt haben. So, da führt eigentlich kein Weg dran vorbei, meiner Meinung nach. Die sind auch extrem gut von der Qualität. Das heißt, die 130, 140 Euro oder so, die man dafür ausgibt, vielleicht kriegt man sie sogar rabattiert, wenn man ganz als Sparfuchs unterwegs ist. Die rechnen sich, weil du das Ding irgendwie für 10 Jahre wahrscheinlich tragen kannst. Eine Stufe weiter unten haben wir einen Gürtel. Das ist jetzt irgendein Pferdeleder oder irgendein anderes Leder, keine Ahnung. Von der gleichen Marke wie die Schuhe. Denn es ist wichtig, angenommen, ich hätte jetzt diese Schuhe hier an, dass die Farbe vom Leder so ziemlich genau die gleiche Farbe wie die Schuhe erwischt. Ich hatte es auch schon in meinem anderen Video gesagt, ich würde euch nicht raten, euch jetzt so super teure Designer-Gürtel zu kaufen, wo die tolle Gucci-Schnalle oder so drauf ist. Ist nicht so der Look, den wir hier anstreben. Das heißt, Gürtel ist von... Ich kann es mal aufmachen. Keine Ahnung, so, ob ihr jetzt diesen Gürtel hier unbedingt kaufen müsst. Ich habe sogar abgeschnitten. Ja, doch, hier steht es drauf. Allen Edmonds. Hier kann man es klein lesen. Ich weiß nicht, ob ihr es lesen könnt. Genau, ist halt ein normaler Gürtel. Ne? Also da muss man sich jetzt keinen absoluten Billiggürtel holen, der dann irgendwann reißt. Das hier ist sogar so, bei diesem Gürtel, da habe ich dann sogar so eine Creme mitgekauft, auch für die Schuhe. Dann kannst du dir dann irgendwie alle paar Monate, kann man sich den wieder eincremen, diesen Gürtel. Weil wie ihr hier gesehen habt, da verliert der die Farbe irgendwie. Den muss man ab und zu eincremen und dann sieht er wieder aus wie neu. So, gehen wir eine Stufe tiefer, die Hose. Da haben wir jetzt zwei Möglichkeiten. Wir können entweder Anzugshosen tragen oder, wie nennt man das nochmal, Chinos. Entweder Anzugshosen oder Chinos. So Jeans ist jetzt nicht so mein Ding. Ihr habt mich wahrscheinlich noch nie mit der Jeans gesehen. Bei den Anzugshosen empfehle ich, also diese Freizeitanzugshosen, ne? Jetzt nicht richtige Anzugshosen, sondern diese Freizeitanzugshosen, da empfehle ich Cinque. Ich weiß nicht, ob man so richtig ausspricht. Kosten so 100 Euro oder so diese Hosen. Auf jeden Fall eine ganz klare Kaufempfehlung. Die sind super bequem. Und hier bei diesen Hosen so klassische Chinos eben einfach. Keine Ahnung. Da kann man sich kaufen, was man kaufen will. Ich glaube, die ist sogar nur von Zara. Irgendwie 20, 30 Euro. Kann man natürlich auch ein bisschen mehr Geld in die Hand nehmen. Aber das hier ist... für die Hosen. Und die nächste Empfehlung ist dann für die Schuhe. Da gibt es zwei Paar Schuhe, die man unbedingt braucht. Es sind zum einen solche weißen Sneaker, die man dann immer tragen kann. In dem Fall sind die sogar von Georgs. Normalerweise ist natürlich jetzt eine Marke, die eher ein bisschen albern aussieht. Aber ich finde, bei den Schuhen ist gerade noch in Ordnung. Dafür atmen die Füße natürlich immer schön. Und die zweite Sache, die man natürlich haben sollte, sind
Anzugsschuhe, beziehungsweise solche ein bisschen schickeren Schuhe. Das hier ist die gleiche Marke wie von den, wie der Gürtel, dieses Allen Edmonds. Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ist ein bisschen teurer, aber laut dem Herrenausstatter, wo ich die gekauft habe, trägt sogar Donald Trump die Schuhe und sie halten für 10 Jahre. Mal schauen in 10 Jahren, wie sie aussehen. Aber die sind auf jeden Fall ziemlich bequem. Normalerweise hatte ich bei meinem ersten Praktikum mal nicht richtige Blasen. So. Das ist jetzt bei den Schuhen in so einer Preiskategorie dann kein Problem mehr. So, dann haben wir die Schuhe, dann haben wir die Hosen. Dann machen wir als nächstes weiter mit Hemden, weil das ist natürlich auch ein sehr wichtiger Aspekt. Ich habe hier jetzt auf dem Bügel erstmal noch so ein Sakko. Ich finde jetzt mit dem Sakko in die Uni gehen, kann man machen, muss man aber nicht. In dem Fall ist das Sakko, das habe ich schon richtig oft Fragen bekommen, ist von der Eigenmarke von Wormland übrigens. Also das ist eigentlich auch ein ganz guter Laden. Das finde ich ziemlich gut. Das passt auch ganz gut so zu dieser Farbe. Genau, so ein Sakko, aber ne, wir sind ja jetzt in der Freizeit- und Uni-Variante und Schulvariante natürlich. Da, keine Ahnung, würde ich jetzt nicht die ganze Zeit mit dem Sakko rumlaufen. Aber kann man natürlich machen. Was man auf jeden Fall braucht, ist ein Kleidungsstück mit einem Kragen. Ich selbst mag Poloshirts irgendwie nicht so sehr. Keine Ahnung, bin ich nicht so ein großer Fan drin. Das heißt, wir haben in der heutigen Variante nur Hemden mitgebracht. Wir haben einmal natürlich ein Ralph Lauren Anzugshemd. Da gibt es auch verschiedene Variationen. Es gibt einmal die Variation mit Reiter. Es gibt aber auch noch die Variation ohne Reiter. Ich habe beides. Genau. Ist halt ein anderer Stoff als das hier. Aber das kann man auf jeden Fall gut tragen. Sind halt sehr, sehr bequem. Und wovon ich derzeit von den Hemden der größte Fan bin, also von so eher Business-Hemden, ist Van Laak. Ich hatte früher einige Olymp-Hemden. Da hat mir allerdings immer so ein bisschen der Kragen so am Hals ein bisschen gescheuert. Das finde ich ist bei denen deutlich angenehmer. Das ist ein deutlich angenehmerer Stoff. Das gibt es natürlich in allen möglichen Variationen. Ne? Auf jeden Fall sollte man irgendwie so ein einfarbig hellblau und weiß natürlich einige Male haben. Dann so ein, vielleicht ein gestreiftes oder so. Da machst du nie irgendwas falsch mit. Die halten auch ziemlich lange, I guess. Ja. So viel, also da gibt es auch so verschiedene Variationen oder so, die kosten zwischen 70 und 120 Euro oder so. Also jetzt auch nicht allzu viel. Es geht schon noch teurer, geht schon noch besser, aber so für den Anfang würde ich sagen, ist das ganz gut. Und das kann man eben tragen, sowohl mit diesem guten Ding, diese Half-Zip-Dinger, die Ralph Lauren auch ganz fantastisch macht. Und dann tust du das Hemd anziehen und dann ziehst du das drüber. Dann musst du ein bisschen hin und her ziehen, bis es passt. Aber dann passt es. Oder alternativ kann man es auch tragen hier mit so einem, irgendwie so ein, wie nennt sich das, Pulli? Polunder? Ich habe keine Ahnung. Alternativ auch mit so einem Ding kann man das eben sehr gut tragen. Für die winterlichen Monate oder für die sommerlichen Abende. Natürlich kann man auch eine Patagonia-Weste oder so drüber ziehen. Also da ist der Fantasie eigentlich keine Grenzen gesetzt. Das letzte Kragenstück im Video ist natürlich ein klassischer Rollkragen, ne, mit Rollen sozusagen, wo man den Kragen rollen kann. Der ist jetzt von Zara, komplett günstig. Geht natürlich auch von Ralph Lauren, habe ich aber in meinem Repertoire tatsächlich noch nicht. Sollte sich aber ändern demnächst. So, damit haben wir so die Basics. Ich denke mal, Socken und Unterhosen kriegt jeder sich selber bestellt. Aber das sind wirklich so die Sachen, die man schon haben sollte, wenn man da Ambitionen hat, an der Uni auch sehr gute Noten zu schreiben. Also ich denke mal, da ist eine starke Korrelation auf jeden Fall vorhanden zu den Anzahl der Klamotten aus diesem Video, die man besitzt, zu den Noten, die man schreibt, zu den Praktika, die man bekommt. Von dem her ist das auf jeden Fall sehr wichtig. Und das Letzte, was natürlich nicht fehlen sollte, eine wichtige Sache habe ich tatsächlich noch vergessen. Und zwar der Pumpkin Pullover. Den bekommt man aber nur, wenn man hier arbeitet oder wenn man außerordentlich gute Leistungen
mit dem Elite-Coaching erzielt und auf der Hall of Fame bei uns landet. Das heißt, das ist etwas, das einzige Kleidungsstück, was man sich wirklich erarbeiten muss und was man sich nicht kaufen kann. Das ist natürlich noch essentiell für einen richtigen High-Performer. Und dann fehlt letzten Endes nur noch irgendwie eine Jacke oder ein Mantel. Also ich finde, ein Mantel, so, das ist etwas, das kann man immer tragen. In meinem Fall tatsächlich maßgeschneidert vom shanghaischen Schneidermarket. Habe ich irgendwie, glaube nicht mal dreistellig, glaube ich, für bezahlt. Normalerweise würde man wahrscheinlich schon ein bisschen mehr für so einen guten Mantel zahlen. Aber da ist auch eine Sache, die sich durchaus rentiert, die man immer zu diesem Outfit tragen kann. So, und wenn ihr euch jetzt fragt, okay, David, was soll ich mir denn bestellen? Würde ich sagen, wenn ihr komplett bisher nur einen Trainingsanzug gelebt habt, würde ich sagen, 5 verschiedene Hemden. Ein Hemd für einen Tag in der Woche. Ein Arbeitstag natürlich, wobei wir das Wochenende natürlich auch arbeiten und lernen, von dem her 7 verschiedene Hemden. 2-mal diesen Half-Zip und 2 von diesen Dingern. 2 Chinos, 3 Stoffanzugshosen, 2 solche Anzugslederschuhe, 2 weiße, 1 Mantel, 2 Rollkragenpullover und 2 Sakkos. So, wenn du das hast, wenn du das dein eigen nennen kannst, dann würde ich sagen, dann hast du erstmal so, und natürlich einen Gürtel, am besten 2 Gürtel, je nachdem, welche Farbe die Schuhe haben. Aber wenn du das so grundsätzlich dein eigen nennen kannst, dann bist du eigentlich auf einem ganz guten Weg und kannst wirklich von dir selbst behaupten, du hast zumindest von den Kleidungsstücken her das, was es braucht, um sich High Performer zu nennen. Um jetzt natürlich auch die anderen Sachen zu bekommen, die man braucht, um sich High Performer zu nennen, wie beispielsweise sehr starke Praktika im Bachelor, Topnoten, Stipendien, Netzwerk etc. Was ein bisschen schwerer zu bekommen ist als die Klamotten hier. Bewirb dich auf pumpkincareers.com für die kostenfreie Status Quo-Analyse, dass wir uns mal anschauen können, wo bei dir am meisten gerade noch fehlt. Oder um einfach schauen zu können, wenn du schon auf einem sehr guten Weg bist, wie wir diesen Weg einfach noch beschleunigen können, wie wir wirklich sicherstellen können, dass du diesen Weg zu den Top-Playern in Investmentbanking, Strategieberatung, Private Equity auch zu Ende läufst. Dabei können wir dich sehr kompetent unterstützen. Ich denke mal, das ist dir klar. Das heißt, wenn du wirklich für dich selbst, ist nicht für jeden was, aber wenn du für dich selbst das Ziel hast, da ganz oben reinzukommen, dann kommst du eigentlich, wäre es, sage ich mal, ziemlich fahrlässig, das nicht wahrzunehmen. Von dem her, bewirb dich auf pumpkincareers.com, falls du es nicht sowieso schon gemacht hast, auf die kostenfreie Status Quo-Analyse, dass wir da mal zusammen sprechen können und mal anschauen können, wie wir nicht nur deine Klamotten, sondern auch deinen restlichen Lebenslauf dahin bringen, wo er sein sollte. In diesem Sinne, schön, dass du wieder eingeschaltet hast und bis zum nächsten Video. Viele Grüße.